Hallo und herzlich willkommen, Freunde des Pokémon TCG. Mein Name ist Pikerik. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Heute ein weiteres Battle hier auf meinem Kanal. Wir treten gegen die Freunde von der Poké-Family an. Jeder von uns wird eine Simsalabim-V-Collection öffnen. Wie viele Punkte es pro Hit gibt, das seht ihr nach einem Schnitt. Ich packe die Box aus. Bis gleich. Ja, die Battles hier auf meinem Kanal kommen bei euch richtig gut an. Deswegen haben die Poké-Family und ich uns gedacht, wir machen einen Simsalabim-V-Collection-Battle. Um die Promokarte geht es heute nicht, die ist nebensächlich. Es geht um die Booster und ihr seht hier in der Mitte eingeblendet, wie viele Punkte es pro Hit gibt. Es gibt drei Besonderheiten. Da wir sowohl Booster aus dem Schwert und Schild und aus dem Sonn- und Mondzyklus haben, gibt es drei Punkte bei GX bzw. V-Karten. Wir raten nicht wie sonst einen Buddy, sondern wenn Psycho-Pokémon kommt, gibt es zwei Punkte. Und zwei richtig coole Dinge, wenn wir die Energie, die wir vor jedem Booster raten, richtig raten, dann gibt es doppelte Punkte für das Pack. Und sollte ein Simsalabim gezogen werden, gibt es einen direkten Win. Das Battle ist entschieden. Also super spannend. Ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Booster. So, Booster Nummer 1, Schwert und Schild Basisset. Wer die ersten beiden Battles gegen die Poké Family auf meinem Kanal bisher verpasst hat, die sind hier oben oder in der Kanalbeschreibung verlinkt. Der Code für euch bitteschön. Waren wirklich super spannende Battles und es lohnt sich vorbeizuschauen. Genauso lohnt es sich natürlich auch bei der Poké Family vorbeizuschauen. Und ich habe schon wieder vergessen, die Energie zu raten. Das wird irgendwie nie besser bei mir. Und so kann man auch nur verlieren. Lieber Pikarik. Kerada. Trank. Mimion, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr auch immer vergesst, die Energien vom Booster öffnen zu raten. Da bin ich ein Spezi drin, merke ich. Kiko Chilla. Energieumschalter Reverse Holo. Gibt es den ersten Punkt für uns gegen die Poké Family? Ein Marithelit Non-Holo, also 0 Punkte. Passt auch zu meiner Form bei diesem ersten Booster hier. Machen wir weiter mit unserem guten Freund The Root. Dieses Mal rate ich vor dem Öffnen die Energie. Ich wähle eine Elektroenergie und hoffe, dass ich recht behalte. So, einmal der Code für euch, bitteschön. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Battle-Formate hier bei mir feiert. Und wir haben eine Feuerenergie, leider keine Verdopplung der Punkte, schade. Ich muss sagen, oh, ein Psycho-Pokémon, sehr, sehr cool. Das heißt, zwei Punkte lege ich mal hier zur Seite, Gedächtniskapsel. Ich feiere es einfach, gegen andere Kanäle anzutreten, macht Spaß und ja, macht Laune. Palim Palim, noch ein Psycho-Pokémon, wieder zwei Punkte, sind schon vier. Perfect Reverse Holo. Haben wir jetzt mal wirklich den ersten Big Hit hier. Mal sehen. Und es ist Terrakium Non-Holo. Also es bleibt bei den vier Punkten für die Psycho-Pokémon. So, Booster Nummer 3, Nacht in Flammen. Ein wirklich sehr, sehr cooles Set, das mir aber bisher noch nicht so häufig gönnen wollte. Mal sehen, ob das heute anders ist. Das Design von Oho ist auf jeden Fall schon mal ein Gönner-Hardwork. Und ich möchte gerne eine Kampfenergie haben. Mal gucken, ob das dieses Mal klappt. Und es ist eine Psychoenergie. Ja, hätte ich mir denken können. Passend zu Simsalabim. Porygon 2. Zwirklop, der uns zumindest wieder zwei Punkte beschert. Denn für jedes Psycho-Pokémon gibt es ja zwei Punkte. Raupi. Sankabu. Also die Psycho-Pokémon können uns richtig. Toxipet. Meine Güte hier. Ja. Das sind die Punkte, die wir uns holen. Traurig, dass es keine Hits sind, die uns diese beschaffen. Poro und dahinter ein LA Voltec Non-Holo. Also Simsa, lass uns nicht im Stich. Das letzte Booster muss nochmal gönnen, sonst ist der Sieg für die Poké-Family ja so gut wie sicher. So, schon wieder das letzte Booster für dieses Battle. 10 Punkte, allesamt nur durch Psycho-Pokémon. Also diese Änderung hat mir gut getan. Ansonsten sähe es wirklich sehr, sehr mau aus. So, der Code für euch und ich möchte gerne eine Wasserenergie haben. Komm, verdoppel mir die Punkte bitte. Und es ist eine Kampfenergie. Mist, hätte ich die doch mal lieber beibehalten. Moruda, Potrot, eine Schichtenergie sehen wir hier. Wurmball, ja, die Psycho-Pokémon mögen mich und gönnen mir. 12 Punkte haben wir jetzt insgesamt. Plaudergei, Glumanda, grüß dich. Vivian, Karokto, Metagross. Metagross, Metagross. Hey Leute, keinen einzigen Hit. Was ist das denn bitte? Das ist doch nicht zu fassen. Das ist doch kein Battle. Also, ich muss mal wirklich im Battle Nachhilfe gehen. Metagross, Non-Holo. Also bleibt es bei den Punkten für die Psycho-Pokémon. Ich bin wirklich traurig. Das ist ein Driss-Battle. So, ich fächer mal die Karten auf und ihr seht, keinen einzigen Hit. Keinen einzigen Hit. Aber trotzdem 12 Punkte, weil es eben für jedes Psycho-Pokémon zwei Punkte gibt.
Also, selbst wenn die Poke-Family weniger Punkte als ich kriegen sollte, gebe ich mich freiwillig geschlagen. Das war ja ein super schwaches Battle, kein Booster hat gegönnt. Simsala, bisher habe ich bessere Erfahrungen mit dir. Ich muss mal mit dir nochmal, glaube ich, ein Wörtchen reden. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß bei diesem Battle. Schaut bei der Poke-Family vorbei und schreibt mir in die Kommentare, gegen wen ich mal von anderen YouTubern auch antreten soll. Dann versuche ich das möglichst zu machen. Danke für euren Support. Macht es gut. Euer Pekarik.